es vielleicht noch mehr Überraschungen sogar am heutigen Showabend? Meinst du mich jetzt? Ich guck dich an, Dieter, dann meine ich wohl dich. Ja, ich hab noch was, ich hab noch was. Ich hab noch was. Weil ich bin ja bei TikTok, Instagram und Pipapo. Und eigentlich war in den letzten Monaten immer der eine Frage. Wie geht's denn jetzt weiter? In der Presse habe ich sowieso, seit 1985 lese ich immer, mit Bohlen ist es vorbei. Ne? Ganz normal. Hat RTL aber jetzt, auch mal gedacht, haben wir revidiert. Ja, und jetzt war natürlich immer die Frage, was passiert eigentlich mit DSDS? Weitergehen! Und wir hatten, glaube ich, eine Staffel, die viele überrascht hat. Und heutzutage über Monate hinaus immer 2 Millionen, über 2 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen, dann viele, viele Zuschauer auf RTL Plus. Wirklich hunderte von Millionen von Aufrufen auf TikTok, auf Instagram. Das hatten wir irgendwie früher natürlich nie. Ja? Wir hatten eine Verbreitung in dieser Staffel, obwohl immer was anderes oft in der Presse stand. Die war wahnsinnig. Und was folgt dann natürlich raus? Es gibt eine 21. Staffel! Tod erklärt haben, die sind im... Warte! Ich bin ja nicht zu Ende! Hallo! Das ist doch nicht alles! Na gut, einmal komm! Ich freue mich auf wieder Wahnsinn. Aber es gibt noch eine Neuerung. Und die wird euch wirklich umhauen. Also da habe ich wirklich jahrelang für gekämpft. Jahrelang. Und es hat immer nicht geklappt wegen ausländischen Rechten und Pipapo. Jetzt wird wirklich, da kommt eine Ansage, die ist wirklich, also die ist so für mich echt wichtig. Ja? Und zwar, wir hatten doch immer diese Begrenzung von 16 auf 30. Die fällt weg. Yeah. Das heißt also, wenn es einen 40-Jährigen, einen 80-Jährigen, einen 105-Jährigen gibt, der singen kann, ihr könnt euch ab sofort alle bewerben für die nächste Staffel, wie alt ihr auch immer seid. Ich muss dazu sagen, nicht jünger als 16. Aber alles von 16 bis scheintot kann sich melden, ja? Also, bewerbt euch für die 21. Staffel! Ja!